Sie hören als nächstes einen Ausschnitt aus einer Aufnahme in Luxemburg vom 6.9.1986. Nach der Meldung des Vermittlers spricht die Stimme, die sich als Konstantin Raudive bezeichnet und Bezug nimmt auf die Durchsage, die am 10.6. in Grosseto erfolgte: Die Abstellkammer ist letzte. Stimme unter dem Namen Konstantin Raudive. Guten Abend, liebe Freunde. Guten Abend, lieber Kollege Sinkowski. Guten Abend. Wir auf unserer Seite freuen uns, Sie heute Abend hier begrüßen zu können. Sie wissen, Kollege Senkowski, dass der Mensch von eigener Hin- und Hergerissen wird zwischen extremen Polen. Und so flüchtet er am liebsten vor allem, was mit dem Begriff des Todes zu tun hat. Sie haben den Satz empfangen von der Abstellkammer. Ja.